Hallo, liebe Funkfreunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen FL Digi Tutorial Konfiguration Teil 2. Und im ersten Teil hatte ich ja gezeigt, hier beim Benutzer diese Einstellung hier bei Land, da wird ja nichts angezeigt. Das ist hier nicht Land, sondern das ist wahrscheinlich hier bei der Übersetzung ein bisschen schiefgelaufen. Das heißt, es sind die Counties oder Regierungsbezirke in den US-Staaten. Wer also jetzt hier Alabama eintragt, sieht dann hier unten automatisch die einzelnen Regierungsbezirke oder Counties, wie es in Amerika genannt wird. Das ist für uns eigentlich hier in Europa relativ uninteressant. Also lassen wir das hier weg und lassen das einfach leer. Speichere das mal, dass es hier nicht übernommen wird. Dann hatten wir ja uns hier bereits durchgearbeitet bis zum Log. Ich hatte auch gezeigt, wie man hier diese CDYPS-Dat einbindet. Und jetzt können wir hier mit Contests weitermachen. Es sind hier schon einige Contests vorgefertigt. Die kann ich hier also zum Beispiel den Chambéry on the Air auswählen. Dann ändern sich hier automatisch die Felder. Die werden dann angepasst für diesen Chambéry on the Air Contest. Oder wer also Contest arbeiten möchte, ein ganz normaler generischer Contest, dann sehen wir auch hier oben, ändern sich die Felder wieder und es geht hier im Prinzip nur die laufende Nummer, dreistellig 001, 2, 3, fortlaufend, Empfang, Scroll und verschiedene Exchanges, die in jedem Standard-Contest dann gefahren werden. So, das ist hier die Einstellung dazu. Die kann ich hier also auswählen oder ich kann hier einfach mit No Contest wieder in den Standard-Mode zurück wechseln. Was beim Contest noch ganz wichtig ist, ich habe hier einen Text Capture Order. Ich kann das nochmal, ich stelle das hier nochmal zurück auf generischen Contest. Wenn ich jetzt so hier automatisch empfange, das heißt also das Call der Gegenstelle, die beiden RSTs und der Exchange, dann versucht FLDigi das automatisch hier gleich in diese Felder sauber einzutragen und ich brauche beim Contest eigentlich nichts zu tun. Setzt natürlich voraus, dass meine Gegenstelle genau in dieser Reihenfolge sendet. Auch wir sollten natürlich, um es den anderen leichter zu machen, dann in den Makros für den Contest genau diese Reihenfolge wählen. Das werde ich dann in einem späteren Video nochmal zeigen. Dann haben wir hier unten die Duplettenprüfung. Die kann ich hier ein- und ausschalten. Nach Band, Betriebsart, Zeitspanne und so weiter wird dann entsprechend das Call hinterlegt. Das heißt, habe ich hier ein Rufzeichen schon mal gearbeitet im Contest, wird hier dieses Feld hier hinten rot hinterlegt und ich sehe schon, dass ich also diese Station schon mal gearbeitet habe. Das passiert sofort, wenn ich sie hier auswählen würde im RX-Fenster. Funktioniert auch, wenn man das hier angeschaltet lässt, im normalen Alltagsmodus. Und so kann man schon sehen, welche Station man schon mal gearbeitet hat. Wichtig, wer häufig Contests fährt, sollte sich dann jedes Mal für einen weiteren Contest immer wieder eine neue Logbuchdatei anlegen. Denn wenn man die alte beibehält, wird natürlich geprüft und dann wird das Rufzeichen hier rot hinterlegt, obwohl das vielleicht in einem früheren Contest mal gearbeitet wurde. Also da ein bisschen aufpassen, für Conteste immer wieder eine neue leere Logbuchdatei anlegen. Wie das geht, zeige ich dann auch später nochmal. Dann haben wir hier unten den zu sendenden Text. Manche Conteste verlangen ja einen bestimmten Austauschtext. Ich sage zum Beispiel mal der CQ EUPSK Contest. Da muss ja der Area-Code ausgetauscht werden, der sechsstellige. Den könnte man dann hier eintragen und der würde mit ausgetauscht werden. Dann haben wir hier die ganz normale laufende Nummer, so wie das in jedem handelsüblichen Contest vonstatten geht. Beginnend bei 1 mit 3 Ziffern, dreistellig kann ich hier auch ändern in 4 oder 5-stellig, je nachdem, ob ich das benötige. Und hier führende Nullen sollte man mit angeklickt lassen, also dann 001, 2, 3 und so weiter. Und hier hinten mit dem Reset-Button kann ich dann die laufende Nummer wieder auf 1 zurückstellen. Bitte aufpassen, sollte man natürlich nicht im laufenden Contest machen, das geht schief. So. Das dazu, ich stelle hier wieder mal zurück auf No Contest, dann sehen wir auch hier oben, ändern sich wieder unsere Eingabefelder. Dann haben wir hier noch ein Field Day. Wer Field Day arbeitet, kann dann hier Operator Call, Class und so weiter eintragen, wenn das die Clubstation ist, die dann im Field Day in die Luft gebracht wird. Oder bei Jamboree on the Air, dann hier diese Troop Number und Scout Operator und so weiter. Naja, das soll jeder selber wissen.
der sich damit beschäftigt, weiß, was hier einzutragen ist. Kommen wir als nächstes auf die Makros. Das ist also hier unten diese Makrozeile. Und da kann man hier als erstes mal die Buttonheit etwas erhöhen. Ich stelle die mal hier auf 26. Ihr seht das hier unten. Jetzt ist dieser Button etwas größer geworden, dass ich den mit der Maus auch gut treffe. Gerade im Contest ist das nicht zu unterschätzen, hier so ein Feld sauber zu treffen. Deswegen sollte man es auch nicht zu klein machen. Für den Alltagsgebrauch ist es, glaube ich, nur abhängig von den Augen, wie gut man noch sehen kann, ob der Button groß oder klein sein muss. Was ich noch empfehle ist, jetzt kann ich hier mit diesen Auswahlfeldern diese Bar hier verändern, also in der Position platzieren. Und ich nutze hier das To-Shame-For. Und zwar habe ich jetzt hier zwei Makro-Reihen, die brauche ich auch im Contest. Die sind eigentlich relativ gut. Ich habe hier also zwei Reihen und ich kann jetzt hier hinten sogar nochmal über diese zwei hier rechts unten noch diese Makro-Reihen weiter umschalten und habe also hier eine Haupt-Makro-Reihe und kann dann nochmal drei andere Reihen zusätzlich umschalten. Was sich dahinter verbirgt, zeige ich später. Mausrad aktiv bei Makros kann man erstmal lassen. Ich schalte es mal an. Dann haben wir hier, kann ich also, wenn ich auf diese Reihe drauf gehe und jetzt am das Mausrad bewege, kann ich hier diese Makro-Reihen sogar noch umschalten. Ja, auch das ist für sehr schnelles Arbeiten nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, kann man aktivieren, ich lasse es hier an dieser Stelle mal raus. Ist dann für Fortgeschrittene, am Anfang verwirrt das vielleicht auch nur ein bisschen. Dann haben wir hier unsere Auswählerwahlfelder, ob wir das Speichern der Makrodatei bestätigen wollen. Und hier ganz wichtig, das muss drin bleiben oder sollte drin bleiben, dass das letzte Makro-File immer wieder geladen wird. Wer also mehrere Makro-Sets Dateien nutzt, sollte das hier drin lassen, dann wird also immer wieder automatisch das letzte File, was verwendet wurde, geladen. Und hier auch, das ist ganz wichtig für die Fehlersuche, sollte man auch drin lassen, Display Makro File Name at Start. Das ist im Prinzip hier oben diese Ausgabe hier, und das ist für die Fehlersuche ganz von Interesse. Wenn doch mal was schief gehen sollte, sieht man hier, oftmals hat man nämlich vielleicht unter Umständen nur versehentlich das falsche Makro geladen und kann das dann entsprechend auch wieder korrigieren. Das ist also für die Fehlerausgabe recht interessant. So, dann haben wir hier schon Makro-Control-Codes, sollen wir drin lassen, und Vorbar Makro Set Below TX, das ist dann eine Vierfachreihe. Die funktioniert aber interessanterweise hier bei meinem kompilierten Linux nicht, woran auch immer das jetzt liegen mag, wären dann also vier Reihen. So, dann haben wir die Wasserfallkontrolle. Das ist hier im Prinzip diese Buttons hier unten, die kann ich hier damit ein- und ausschalten. Sind hier aktiviert, lasse ich auch so drin, sollte man nicht dran rumspielen. Oder wer das möchte, kann das hier unten diese Felder dann entsprechend aktivieren oder deaktivieren. Ich lasse das so, wie es ist, passt soweit. Dann haben wir die Farben. Hier kann ich mich jetzt wieder austoben mit verschiedenen Farben, mit verschiedenen Texten. Auch hier die Anzeige Schrift- und Hintergrundfarbe von der Frequenzanzeige bzw. vom Powermeter im Logfile. Die F-Tasten kann ich die Farben ändern von den Registerkarten, die Schaltflächen und die Pegel. Ich habe hier in den Feldern gar nichts geändert. Ich habe das einfach standardmäßig gelassen. Wer sich meint, hier austoben zu müssen, ja, bitteschön. Wer sich dann verspielt hat, hier unten, das ist dann die Rettung, Standard wiederherstellen. Es wird dann alles wieder zurückgesetzt. Allerdings alles, das heißt die gesamte Konfiguration. Ja, also wer sich hier drin mit den Farben und Texten und Schriftarten verspielt hat, das ist hier unten der Rettungsbutton. Aber man fängt dann auch neu an, alles wieder einzurichten. Dann haben wir hier hinten noch die Einstellung fürs Touchpad. Wer also ein Touchpad seinen eigen nennt, kann das hier aktivieren. Das ist eine ganz interessante Geschichte, zum Beispiel wenn man mit dem Raspberry Pi arbeitet und hat dann dieses 7 Zoll Touch Display, dann kann man also FLD auch übers Touch Display nutzen. Ja, das soweit so gut. Dann haben wir hier als nächsten Reiter den Wasserfall.
den möchte ich euch auch noch zeigen. Dann haben wir hier, da haben wir hier den Farbverlauf. Ich kann hier verschiedene Farbverläufe laden. Das ist hier die Default PAL. Das lasse ich auch so. Ich möchte hier nicht unten auf diesen Standard wiederherstellen Button klicken müssen. Habe ich also noch nie irgendwas geändert. Reicht für meine Bedürfnisse völlig aus. Auch hier die Bandbreite, Mittellinie, Signalspuren, Farben, alles so gelassen. Dann haben wir hier unten Audiofrequenzen. Das schalte ich immer gerne um. Und zwar möchte ich nämlich hier unten meine HF-Frequenzen sehen. Das hat auch den Vorteil, die werden dann nämlich hier unten oben gleich schön sauber mit übernommen. Und ich sehe hier wirklich, wo meine Station, mit der ich arbeite, im HF-Spektrum wirklich steht. Ja, also ich nehme hier immer diese Audiofrequenzen raus und schalte um. Dann sehen wir hier unten, haben wir jetzt also 14,072 Megahertz. Weil ja unsere Trägerfrequenz ist ja die 070. Das ist eine ganz schicke Geschichte. Das nehme ich immer gerne raus. Sendesignalüberwachung, das heißt, ich kann das hier dann sehen. Wenn ich sende, wird mein Signal hier im Wasserfall mit angezeigt. Macht relativ Sinn. Zumindest hier intern, wenn irgendwas schief läuft, wird es dann angezeigt. Was natürlich mit dem Sendesignal in einem falsch eingestellten Transceiver passiert und wie das dann wirklich draußen aussieht in der richtigen Welt, kann ich natürlich hier mit nicht überwachen. Ja? Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Also ein Transceiver, in dem hier irgendwo der Equalizer eingeschaltet ist, der verzerrt natürlich mein, oder der Sprachkompressor, der verzerrt natürlich mein Signal extrem. Das kann ich natürlich hier in der Soundkarte dann nicht sehen. Für mich in der Soundkarte sieht das Signal dann natürlich weiterhin in Ordnung aus. Die FFT-Verarbeitung, hier kann ich im Prinzip meine oberen und unteren Grenzen einstellen. Was ich gerne mache, ist hier die ersten 100 Hertz wegzunehmen. Einfach aus dem Grund, weil ich hier unten meistens sehr starke Störsignale habe vom Gleichstromstörungen und so weiter, die kann ich dann einfach damit wegblenden. Das gleiche gilt dann hier für die obere Grenzfrequenz. Ich kann also meine Bandbreite hier, meine NF-Bandbreite hier erhöhen oder verringern, je nachdem, was für einen SSB-Filter ich einsetze. Ich lasse das hier in der Regel auf 3,3 kHz. So, dann haben wir hier die FFT-Filterung. Ich lasse hier immer Blackman. Man kann es hier umschalten, kann man mal ein bisschen rumspielen damit. Blackman hat sich bei mir hier bewährt. Ja, dann kann man noch, das ist eigentlich noch wichtig für große Bildschirme, die Wasserfallhöhe hier in Pixeln etwas anpassen, und ich habe das jetzt hier schon mal auf 200 eingestellt, und dann wird also hier der Wasserfall etwas größer dargestellt. Ja, macht Sinn, wenn man so einen hochauflösenden Bildschirm wie ich hat. Wer weniger Auflösung hat, muss das dann entsprechend kleiner machen. Ja, dann haben wir hier die Maus. Ziehen auf der Wasserfallskala, das ist ganz gut. Kann man also hier die Frequenz ändern. Das heißt, ich kann jetzt hier, wenn ich das anklicke, hier wird mein Pfeil so in beide Richtungen, so ein Doppelpfeil, und ich kann jetzt hier meine Frequenzskala ziehen, und hätte ich jetzt hier einen THX dran, der über CAT angeschlossen wäre, würde sich auch hier entsprechend die Trägerfrequenz mit ändern. Das ist eine ganz schicke Geschichte. So kann ich nämlich zum Beispiel in Contesten hier mich so langsam oder sicher durchs Band schieben mit der Maus und so peu à peu alles abarbeiten, wenn ich da im Suchbetrieb bin und brauche nicht am Transceiver zu drehen. Ja, das ist eigentlich eine recht schicke Geschichte. Mache ich relativ gern. Also wer das möchte, hier den Haken setzen. So, dann Einfügen von Text bei einfachen Linksklick. Das lasse ich. Modemträger ist hier eingestellt als Mausradaktion. Das heißt, ich kann jetzt hier den Modemträger, wenn ihr das hier unten seht, der rote Modemträger, wenn ich am Mausrad drehe, wird dann hin und her bewegt. Diese Funktion ist relativ gut, wenn man fein justieren möchte. Das heißt, ich klicke hier meinetwegen ein Signal an, eine PSK-Station, habt ihr jetzt gesehen, ich klicke nochmal hier rüber, das wäre jetzt hier meine Station, die im Wasserfall nach unten läuft, und jetzt möchte ich hier noch ein bisschen Feintuning betreiben, weil ich sie vielleicht nicht richtig getroffen habe. Dann könnte ich hier also
mit dem Mausrad ein bisschen hin und her scrollen und noch fein auf das Signal einrasten. Ich kann diese Funktion auch ändern hier auf Signalsuche, Rauschsperrenpegel, Modemträger, Modem ändern und so weiter. Ich lasse hier immer gerne Modemträger ausgewählt und das ist eigentlich, hat sich für mich bewährt. Dann haben wir noch Spektrum. Spektrum für Scope Waterfall Interaction. Habe ich hier die Standardeinstellungen gelassen. Die haben sich auch hier für mich so bewährt. Gut, damit bin ich auch schon wieder am Ende, um es nicht zu lang werden zu lassen. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim FL-Digi-Konfigurieren. Im nächsten Video geht es dann weiter hier mit Modems und dem Radio. So, also dann, bis zum nächsten Mal.